Hallo und willkommen beim Wochenrückblick. Erstmal, der Wochenrückblick wird jetzt immer am Montag oder halt zwischen Sonntag und Montag in der Nacht kommen, weil ich am Sonntag finde ich immer besser, wenn ich da erst die ganzen Informationen habe, weil da habe ich meist erst die Informationen. Und dann erzähle ich nicht nur von YouTube, weil es ist ja Wochenrückblick und nicht YouTube-Rückblick. Ich halt jetzt ab jetzt immer meine YouTube-Fakten. Dann so wie bei mir die Woche so ein bisschen war. Was, wenn ich mir was überlegt habe. Und dann erzähle ich über Fußball. Über mein Fußball.de. Ich sag nur ein Verein, das Borussia Dortmund. Die anderen sind Dorfvereine. Und der will ich jetzt nicht sagen, weil der kriegt man ganz schnell raus. Wer da deswegen. Ja. Gut. Ich habe gerade die YouTube Studio App gestartet, währenddessen ich so weit unten bin, was für mich sehr gut ist. Schön, erster. Die Aufrufzahlen in den letzten 7 Tagen sind gestiegen, plus 5, also um 3% nach oben. Ist in Ordnung, die Wiedergabeminuten sind gesunken. Und das macht mich jetzt traurig. Minus 21 Minuten, also 11% minus. Guckt euch die Videos bitte zu Ende an. Wenn ihr sie schon anklickt, nicht nur kurz gucken. Leute, wir haben jetzt schon 800. Dann, nachdem jetzt die ganzen Klassen, nachdem ich verpennt hatte, dass ich die alle am Montag aufgenommen hatte, weil da ja auch noch frei war. Ja, dann kamen die ja ein bisschen anders, aber sie kamen. Ging auch, also... Fand es in Ordnung. Ich werde jetzt in dieses Video, also schreibt einen Kommentar unter dieses Video, falls ihr Kindergarten noch sehen wollt, wenn ich mir da den Ordner angucke, währenddessen erzähle. Schreibt in die Kommentare, ob ich probieren soll, dass ich noch jemand mit dem ich in den Kindergarten war, dazu Rang krieg, mit dem wir dann so ein bisschen darüber erzählen. Also ja, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es wollt. Alleine Kindergartenordner angucken oder Kindergartenordner angucken. Und danach noch mit jemandem, mit dem ich im Kindergarten war, reden. Ich probiere es dann hinzukriegen. Ich weiß dann auch noch nicht, wann es kommt, weil man muss ja erstmal Zeit finden. Deswegen. Es war halt so eine Idee. So, dann schulisch. Wir hatten die 10 haben bei uns in dieser Woche Prüfung geschrieben. Ist ja allgemein in Brandenburg so. Oder die erste Prüfung. Und da hatten wir dann Projekttag. Und der ist ausgefallen. Das war schön. Normalerweise 2 Kilometer laufen oder so. Und da ist so ein ätzender Berg und das ist ausgefallen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Das ist, ihr müsst euch vorstellen, letztes Jahr stand ich in Sport 3, wo ich extrem zufrieden mit war. Dann hatten wir 2 Sportfeste, die zensiert wurden. Einmal dieser Lauf. Und noch ein anderes Sportfest und danach stand ich 4. Ja. Deswegen, Gott sei Dank. Dann habe ich Muffins gebacken diese Woche. Ja, ich erzähle so ein bisschen über die Woche, merkt er. Ja. Und jetzt zum fußballerischen Aspekt. Ich folge mehreren Vereinen, aber 4 Vereine richtig. Und diese 4 Vereine, davon haben 4 gewonnen. Also, gute fußballerische Woche für mich. Einmal Borussia Dortmund, das wisst ihr alle, 2-1 Sieg. Dann haben wir, für Zuschauer, ich nehme das jetzt direkt nach dem Spiel auf. Ich dürfte aktuell eben noch erst nur zugucken, aber weil mein Fahrer, mit dem wir immer zu den Spielen fahren, dem geht's nicht gut, der liegt krank im Bett. Und dann sage ich, komm, fahren wir nicht hin. Und dann habe ich halt gewartet, bis jetzt Fußball.de das Ergebnis postet, dass ich darüber auch erzählen kann. Und sie haben es eben getan. Und wir haben gewonnen. Also, falls einer von euch das sieht. Schön gemacht, Jungs. Dann von 2 anderen Freundinnen, die ich, mit denen ich in Kindergarten war, den folge ich. Von vereinstechnischen her. Ein Team hat knapp gewonnen. Auch gut. Ich habe immer da die Glocke sogar eingestellt, dass ich immer die Meldung bekomme, wenn was fällt.
Und das andere Team hat ganz souverän gewonnen. Deswegen, also, da bin ich auch zufrieden. Alle fußballerischen Feinde, denen ich folge, denen ich die Daumen drücke, haben gewonnen. So, sonst, Serien sind halt, jetzt kommt erstmal das Mini-Battle mit den Jonathan. Also ja, das kommt jetzt und dann dürfte ich guck ganz kurz auf YouTube. War das nicht hier Shoppe? Die erste Runde lief so gut und danach habe ich gar nichts mehr gerissen. Warum habe ich mir ein Steinschwert geholt? Ich weiß es nicht. Fragt mich was anderes. So. Genau, das Mini-Battle Folge 1 kam soeben. Und danach wird, ist auch schon alles hochgeladen, geschnitten und alles, eine neue FIFA-Karriere kommen. Die geht über, also die geht 19 Folgen lang. Guckt ihr euch an, ist auch mal was anderes. Ja. Und dann wird logischerweise parallel dann zu FIFA wieder Minecraft PvP kommen. Was ich aktuell auch aufnehme. Währenddessen das Battle kommt, werde ich das aufnehmen und dann alles schneiden und dann hochladen und dann kommt das auch ohne Probleme. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, sonst gibt es wieder nichts zu sagen. Haben wir eigentlich schon alles erzählt. Alles, was kommt, wurde erzählt, deswegen allen Glück gewünscht, die Fußball gewonnen haben. So allen. Und die Person, die knapp gewonnen hat. Mit der, also das ist der Jonathan. Den kommt ja jetzt das Battle. Alter. Der reckt mich gerade so, oder? Also, okay, der hatte noch 11 Herzen. Das ist der Jonathan für die Zuschauer, mit dem kommt ja gerade das Battle. Deswegen Glückwunsch für den knappen Sieg. Der dann beinahe wenig nicht, also unser Team erwähne ich keinen. Könnte ich aber auch einen erwähnen, den Pepe. Mit dem kommt auch bald Video. Also auch Glückwunsch an Pepe und den Rest der Mannschaft, logisch. Und mit den anderen kam noch kein Video. Da kenne ich auch mal einen Spieler von. Jonathan wird wissen, wer gemeint ist. Er ist auf jeden Fall damit auch gegrüßt mit dem Sieg. Weil ich kann mal sagen, wie viel feine ich Folge 1, 2, 3. Da spielen Leute, die ich. Also uns. Dann drei Mannschaften mit Freunden. Mein Dorfverein. Nochmal ein Team, wo Freunde spielen. Da spielen mehr so Leute aus der Klasse. Dann den Ballspielverein Borussia Dortmund 09 E.V. Dann unsere D-Junioren-Mannschaft von uns. Weil da spielen auch Leute, die ich kenne. Dann den Ellinger, den SG Ellingen 2, also Metis Verein. Dann noch zwei Vereine aus der Nähe, da spielen auch Leute, die ich kenne. Und dann mein altes Dorf, wo ich gewohnt habe. Die beiden Vereine, die bei Fußball.de angezeigt werden. Und den nächsten Stadtverein dort in der Nähe. Deswegen würde ich sagen, also das sind für die Leute, die wissen, wir wollen wenig Folge. Ich habe kaum was erwähnt, aber ich sag von wo und warum. Deswegen, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Haut rein, lasst ein Like da. Die Leute, die ich gegrüßt habe, falls ihr wollt, könnt ihr einen Kommentar schreiben. Allgemein könnt ihr allen Kommentar schreiben, ob ich den Kindergartenordner vorstellen soll. Und wenn ja, ob ich mir da noch einen suchen soll, mit dem ich dann danach ein bisschen über Kindergarten rede. Dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Haut rein, lasst ein Like da. Könnt ihr schreiben, wie eure Woche war. Und ciao, ciao.